Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Program hier bei Cameo Play. Mit dabei ist, wie man leider schon hört, der Miege. Was heißt da leider? Und ja, wir sind in etwas schlechter Form. Es ist Sonntagmorgen, wir waren gestern auf dem Konzert, deswegen heute mit gebrochener Stimme. Oh. Ja, und deswegen geht's jetzt los mit. Also ja, was machen wir denn heute Schönes? Also ich habe ein paar Aufträge angenommen. 7 Stück. Ein paar Anträge aufgenommen. Ja, genau. Und da machen wir heute irgendeinen davon, können wir uns gleich noch entscheiden. Also wir haben ja letzte, beziehungsweise vorletzte Folge wahrscheinlich, die Rakete da im Orbit gehabt, ohne Strom. Die habe ich zurückgeholt, habe ich auch aufgenommen, kommt vielleicht noch ein Zeitraffer-Video. Deswegen haben wir hier 129 Science. Und hier ist auch schon Advanced Flight Control freigeschaltet. Und wir können uns jetzt noch einen weiteren Punkt freischalten. Und dann machen wir irgendeine Mission. Und zwar, hier hätten wir zwar ein neues Experiment, den Barometer. Aber was finde ich noch wichtiger ist, sind hier die Fuel Ducts. Da können wir dann nämlich, und wir haben noch größere Tanks, da können wir dann nämlich sogenanntes Asparagus Staging machen. Sprich, dass die äußeren Tanks gleichzeitig das innere Triebwerk mit Sprit versorgen. Das heißt, es können alle Triebwerke beim Start gleichzeitig gezündet werden. Okay. Aber sobald man die äußeren Tanks abwirft, haben die Tanks für das innere Triebwerk, die sind dann immer noch randvoll. Mhm. Das ist ziemlich praktisch. Und eben sehr effizient, deswegen würde ich sagen, das nehmen wir. Und ja, dann schauen wir mal, welchen Auftrag wir machen. Und vielleicht von Sean Connery. Ja, warte, wo war das? Das hier. Sean Connery. wir haben hier den Auftrag Rendezvous to Vessels in Orbit. Und wir haben den hier, dass wir Podmikerman aus dem Orbit retten sollen. Und wenn wir... Also die können wir beide gleichzeitig machen, denn im Prinzip Rendezvous to Vessels müssen wir machen, wenn wir den retten wollen. Ist das ein verschollener Astronaut oder wäre ich Podmikerman? Ja, okay. Also es gibt manchmal so Missionen, da ist dann irgendwer im Orbit, der hat dann irgendwie nur noch eine Crewkapsel oder so, kein Sprit, kein Strom, gar nichts, der ist einfach in einer Kapsel im Orbit gefangen und den kann man dann retten und der tritt dann auch, also der tritt dann automatisch deiner Crew bei, okay, wenn du ihn gerettet hast und das ist, außerdem kriegt man dadurch Science und Geld und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit dem an, dann haben wir gleichzeitig den hier noch abgeschlossen. Mhm. Wir schauen gerade mal, wo der eigentlich ist. Hier, Podmi Scrap. Der ist schon seit einem Jahr da oben, der Arme. Ah ne, das ist, wann wir ihn entdeckt haben. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Rettungskapsel. Da darf natürlich niemand drin sitzen. Und normal, standardmäßig sitzt immer jemand drin. Und mir ist es bestimmt schon 100 Mal passiert, dass ich eine Rettungsmission losgeschickt habe. Und es saß jemand im Cockpit drin, weil ich einfach nicht dran gedacht habe. Und dann oben leider schon vorne. Ja, nicht so praktisch. Damit die leere Kapsel fliegen kann, brauchen wir natürlich auch noch eine Fernsteuerungseinheit. Dann nehmen wir die hier. Dann brauchen wir einen Fallschirm. Und ja, Solarpaneele wären auch ganz praktisch. Hitzeschild braucht man, da wir nur direkt aus dem Orbit kommen, nicht unbedingt, aber sicher ist sicher. Mhm. Dann ein Decoupler. Und jetzt können wir sogar so einen großen Tank nehmen, der ist wahrscheinlich, naja, der ist wahrscheinlich zu groß. That's what she said. Wir nehmen der reicht, dann ein effizientes Triebwerk. Dann nehmen wir noch RCS. Brauchen wir nicht unbedingt, aber wär praktisch. Da reichen. Ja, 2 Stück reichen eigentlich. Und dann schauen wir mal, wo unser Schwerpunkt ist. Der wandert vermutlich ein bisschen nach oben, sobald der Tank leer wird. Ja. Yep. Das heißt, wir machen unsere Düsen ein bisschen über den Schwerpunkt.
Und zwar deshalb, weil wenn wir uns seitwärts bewegen wollen mit diesen Düsen und die sitzen ganz weit weg vom Schwerpunkt, dann drehen wir uns durch die Hebelkraft, die sie auswirken. Mhm. Ist das nicht genau auf dem Schwerpunkt jetzt? Ja, wir können es ein bisschen noch nach oben. Aber so einen großen Unterschied macht es nicht. Okay. Und je besser es auf dem Schwerpunkt sitzt, desto weniger dreht man sich, wenn man sich seitwärts bewegt. Okay. Man kann die Teile natürlich auch zum Drehen benutzen, aber dafür hat man ja auch schon hier oben die Reaction Wheels. So, das ist unsere Hauptstufe, mit der wir ihn dann einsammeln. Und dann brauchen wir noch... Dann brauchen wir noch eine Rakete, die uns nach oben bringt. Das heißt, wir fangen an mit einem Decoupler. Und dann ein großer Tank. Und eine Swivel Engine. Und dann nehmen wir noch zwei Außentanks. Und das dürfte fast schon reichen. Dann nehmen wir dann für die Außentanks einen mittleren und einen großen. Mhm. Okay. Das ist dann auf alle Fälle mehr als genug. Ja, das kippt nicht, oder? Hm? Kippt das dann nicht, oder? Weil unten ist ja relativ klein, der ab. Ne, es ist asymmetrich. Aber okay. Wir können auch, zeige ich dir gleich. Ich will das eigentlich ein bisschen weiter nach oben verschieben. Wir machen mal das noch hier. Und das hier nochmal kurz weg. Und jetzt ist der Schwerpunkt ein bisschen anders natürlich. Bessere Idee. Wir drehen es einfach um 90 Grad, dann passt das hier. Und dann können wir das hier nämlich einen Tick nach oben verschieben, dass unten die Triebwerke einigermaßen auf gleicher Höhe sind. Sieht aber besser aus. Ja. Dann nehmen wir die starken Triebwerke, weil wir haben ja schon eins, mit dem wir steuern können. Und die hier brauchen wir eh noch in der Atmosphäre. Da steuern wir dann mit so Steuerflächen. Mhm. Das heißt, wir nutzen da aus, dass wir mehr Schubkraft haben. Und steuern müssen wir mit denen ja nicht. Ist das mittig? Ja. Okay, dann können wir diesmal auch Struts benutzen. Die haben wir ja inzwischen. Dadurch wird es wesentlich stabiler. Und jetzt kommt der eigentliche Clou an der Bauweise, nämlich die Fuel Lines. Dann können wir nämlich alle Triebwerke beim Start gleichzeitig zünden und haben mehr Schubkraft. Mhm. Und da muss man an dem Tank ansetzen, von dem der Sprit rausgehen soll, und dann in den Tank, in den er reingehen soll. Wenn man es falsch rum macht, dann funktioniert es nämlich nicht. Dann machen wir noch hier ein bisschen Aerodynamik drauf. Und das nice, war es eigentlich schon. Jetzt müssen wir noch gucken, dass das Staging stimmt. Und zwar dieses Triebwerk wollen wir eben schon ganz am Anfang zünden. Dann werden die zwei entkoppelt. Dann wird der entkoppelt. Gleichzeitig können wir das Triebwerk zünden. Ja, passt soweit. Mal speichern. Na, umkippen wir jetzt nicht, weil wir stehen hier auf den beiden Triebwerken. Aber was wir natürlich auch machen können, was auch ganz praktisch ist, wir können diese Teile hier benutzen. Diese Stabilisator-Dinger, die uns halten. Dann kippen wir erstens nicht um, zweitens versorgen die uns mit Strom. Hier ist ein Kabel, ne? Mhm. Das heißt, wenn bei uns gerade Nacht sein sollte, dann haben wir trotzdem noch Strom, sobald wir losfliegen. Wir haben zwar Solarpaneele, aber in der Nacht kann natürlich der Akku leer gehen. Und wenn wir losfliegen müssen und es ist gerade Nacht und wir haben keinen Strom, dann geht es natürlich nicht, weil wir ja ferngesteuert fliegen. Mhm. Okay. Deswegen sind die auch ganz praktisch. Und ich würde sagen, los geht's. Da. Ich habe gerade noch gesehen, wir haben beim Staging noch einen kleinen Fehler drin. Und zwar die hier
sind wir natürlich gleichzeitig mit den Triebwerken, sonst fallen wir nach unten. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, ja. Und bevor wir loslegen, schauen wir erstmal, dass der hier ein bisschen hinter uns ist im Orbit. Das heißt, wir spulen jetzt ein bisschen vor. Der Arme muss noch länger dort bleiben. Ja. Ja, okay, wenn er ein bisschen vor uns ist, ist sowieso gut, weil wir können ja noch aufholen, wenn wir ein bisschen geringeren Orbit sind. So. Ich mach noch schnell Set as Target. Und los geht's. Und zwar, wir fliegen jetzt hin und schauen dann, dass wir, wenn er vor uns ist, auf dem Orbit gesehen, dann müssen wir in ein bisschen tieferen Orbit, weil wir dadurch schneller werden und aufholen. Mhm. Und wenn er aber hinter uns ist, dann müssen wir in ein bisschen höheren Orbit, damit er eben aufholen kann. Mhm. Okay. Und dann guckt man, dass man einen Punkt kriegt, der relativ nah beieinander ist. Und da, wenn man dann so zwischen 2 und 10 Kilometern entfernt ist noch, dann kann man manuell drauf zusteuern. Mhm. Und schauen, dass man die relative Geschwindigkeit dann auf Null bringt zum Ziel. Also, dass man halt genau auf derselben Umlaufbahn ist. Und wenn man nah genug dran ist, dann kann man zum anderen Fahrzeug, also zur anderen Rakete wechseln. Und er kann dann aussteigen und hier einsteigen. Wir kippen gerade absichtlich, oder? Ja, wir müssen in Orbit. Ah. So, gleich sind unsere ersten Triebwerke leer. Und ich sehe schon, wir sind ziemlich schnell. Wir haben hier schon so Glüheffekte. Also man sieht schon, die Rakete ist wirklich recht effizient. Aber die ist auch klein und leicht und hat 3 Triebwerke. Also die ist ziemlich gut. Ich schaue gerade mal. Ne, wir sind ja schon bei... Ach du Schande, da hätten wir auch ein bisschen flacher losfliegen können, aber... Ist ja gut so. Wir gehen ein bisschen tiefer in Orbit, weil man sieht schon, er ist vor uns. Aber das ist auch gut so. Nur ich habe hier ein bisschen zu viel gesteuert, aus Versehen. Ein bisschen höher müssen wir noch. Müssen ja trotzdem auf mindestens 70.000, damit wir außerhalb der Atmosphäre sind. Ich sage so 73 passt ungefähr. Und dann machen wir hier ein Manöver. So, das sieht ganz gut aus schon mal. 56 Sekunden müssen wir brennen. Und in 20 Sekunden geht's los, ungefähr. 39, ja. Waren wir nicht schon über 70.000? Nee, jetzt dann. Okay. Also das war der höchste Punkt. Aber wir müssen ja jetzt den Orbit noch abflachen. Im Moment würden wir ja wieder an Höhe verlieren, weil wir noch zu langsam sind. Ja. Und wieder auf Kerbin drauffallen. Deswegen müssen wir jetzt noch auf 2200 Meter etwa beschleunigen. Und wir haben immer noch Tank in unserer ersten Stufe. Gleich nicht mehr. Und jetzt sieht man schon, hier ist die Zeit ein bisschen hochgegangen. Daran haben wir nicht gedacht, deswegen sind wir jetzt ein bisschen spät dran. Aber das macht eigentlich nichts. Denn der Unterschied ist nicht arg groß, aber darauf sollte man immer achten. Wenn man während einem Manöver eine Stufe leer brennt und wechseln muss, dann hat das andere Triebwerk eventuell weniger Schubkraft als das davor. Und dann dauert es länger als eigentlich angegeben hier unten. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wir können auch gleich mal schauen, wie der Winkel eigentlich ist. Minus 0,5 Grad, den sollten wir auch noch anpassen, dass wir in der gleichen Ebene uns bewegen. Das vereinfacht einiges. Aber das machen wir, sobald wir richtig im Orbit sind. Dass die Kamera so schaukelt, das ist immer ein Zeichen dafür, dass man im Orbit ist, weil dann wechselt die Kamera. Okay. So, unser tiefster Punkt ist bei 72.000, unser höchster bei 82.000. Sehr gut. Und wir sind in einem etwas kleineren Orbit als PodMe, das heißt, wir holen auf. Das hier können wir wegmachen. Als nächstes schauen wir, dass wir im gleichen Orbit sind. Man erkennt es gerade so, hier rechts ist, ich weiß nicht, wie gut man das auf YouTube sieht, hier rechts ist unsere Umlaufbahn ein bisschen tiefer, hier links ist ein bisschen höher. Und das gleichen wir jetzt an. Und da gibt es an der Umlaufbahn diese Punkte hier, Ascending Node und Descending Node.
oder Descending. Und das ist quasi der Punkt, an dem sich die beiden Ebenen überschneiden. Okay. Deshalb sollte man auch an dem Punkt dann das Manöver ausführen, denn da ist es dann am effizientesten. Und das hier ist die Ascending Node, das heißt, da kommen wir von unten nach oben, überschreiten wir den Orbit, das heißt, wir müssen nach unten brennen, um den anzupassen. Und dann sieht man schon, die Descending und Ascending Node, die bewegen sich leicht und irgendwann ist es ähnlich wie bei der Apoapsis und Periapsis, dass sie den Platz wechseln und das ist dann der Punkt, wo sie nahezu null sind. Oh, und wenn hier dann 0,0 Grad steht oder NAN, also not a number, okay, das ist dann ziemlich gut, also da ist der Winkel dann 0 und so wollen wir es auch haben. So, jetzt drehen wir uns zum Manöver hin und dann spulen wir mal vor. 10 Minuten. Mit dramatischer Musik. Man sieht schon, wir müssen nur 20 Meter pro Sekunde beschleunigen, um eben diesen Winkel auszugleichen. Das dauert etwa eine Sekunde. So. Und los geht's. Ich mach's nicht bei voller Geschwindigkeit, damit wir nicht zu viel machen. Und jetzt sehen wir, wir sind bei genau 0,0 Grad, so soll es sein. Die Marke hier, das zeigt jetzt unsere nächste, also unsere aktuell, die Position an, wo wir uns am nächsten am Ziel befinden. Und zwar, das hier ist die Position von unserem Ziel, nämlich von PodMe, der wird dann hier sein. Und wir sind dann hier und sind noch, wo steht's, 209 Kilometer auseinander. Und wenn wir jetzt einfach mal vorspulen, sodass wir dran vorbei sind, dann sehen wir, wie es beim nächsten Umlauf sein wird. Da wird es nämlich ein bisschen näher sein. Sieht schon, es hat sich aufeinander zubewegt und zwar um ganze fast 100 Kilometer. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal machen, dann sind wir da schon ziemlich nah bei Null und dann können wir unseren Orbit noch ein bisschen anpassen, um noch näher ranzukommen. Und sobald wir nah genug dran sind, so zwischen 2 und 10 Kilometern, da schaltet man dann um auf die, also nicht auf die Kartensicht, sondern auf die andere Sicht und steuert dann manuell drauf zu. Okay. Heißt, wir müssen nochmal die Erde umrunden. Ja. Yep. Der arme Typ. Aber dafür kann man ja die Zeit verspulen. Ja, eine Erdumrundung dauert ja nur so ein paar Minuten. So, wir sind noch 28 Kilometer entfernt. Das können wir ein bisschen verbessern, denke ich. Und zwar, wir brennen hier. Man sieht schon, je nachdem, wie man brennt, kann man es näher zueinander bewegen, beziehungsweise weiter voneinander weg. Und man muss aber aufpassen, dass wie hier die Periapsis über 70 Kilometern bleibt. Ich schaue jetzt gerade mal, wo ein guter Punkt wäre, um anzupassen. Wir müssen näher ran. Wir könnten, ich weiß nicht, wir könnten auch warten, bis wir dran vorbei sind. Und dann Manöver machen. Oder wir schauen mal, wie nah wir das kriegen. Ne, da wird's weiter. 11 Kilometer. 13. 12. 10. Immer noch 10. Viel besser wird es nicht. Dann würde ich sagen, wir warten noch, bis wir einmal drumherum sind und passen dann unseren Orbit an, weil wir müssen, also wenn wir hier sind, müssen wir immer noch aufholen, sind immer noch hinten dran. Das heißt, wir haben da immer noch ein bisschen Zeit, unseren Orbit anzupassen. Mhm. Und weil wir so tief sind, können wir leider nicht schneller als 50-fache Geschwindigkeit machen. Aber es geht ja zum Glück recht schnell. Schaffen wir so in der Folge? Ja. Jetzt halt ein bisschen länger, macht ja nichts. Tada. So, man sieht, bei der nächsten Umrundung wären wir schon ein Stück weiter vorne. Deshalb beschleunigen wir hier ein bisschen. Dadurch geht hier unsere Periapsis nach oben. Und wir kommen näher dran. 16 Kilometer. 3,6 Kilometer. 6,9.
4 Kilometer. Im Moment kann sich das Spiel nicht entscheiden, wo die nächste Stelle ist. Wir können auch versuchen, das Ganze ein bisschen zu verschieben. 0,2 Kilometer, perfekt. Das lassen wir dann einfach so. Brauchen wir gar nicht viel dran verändern. Und in 2 Minuten geht's los. Und wir müssen auch nur eine Sekunde brennen. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gemacht. Ich schaue gerade mal, wie es aussieht. 1,6 Kilometer. Ich brenne mal ganz vorsichtig. 1,5. 0,2. Perfekt. Und dann können wir nämlich ein bisschen vorspulen. Vielleicht bis hier oder so. Und da vorne ist er schon, man sieht's. 15 Kilometer noch. So, wir haben hier unten haben wir noch einen Marker. Und die müssen jetzt aufeinander liegen. Wir bewegen uns im Moment mit 26 Metern pro Sekunde drauf zu, deswegen bremse ich jetzt mal ab. Und man muss gucken, dass die Marker einigermaßen aufeinander liegen. Und den Retrograde-Marker, also in die Gegenrichtung, den hier, den schiebt man beim Brennen quasi von sich weg. Du bist da unten, falls man. Ja, den gelben hier, den schiebt man von sich weg auf der Kugel gesehen, wenn man brennt. Und den anderen, den zieht man zu sich her. Okay. Es liegt einfach daran, wenn man, ist ein bisschen schwer zu erklären vielleicht, aber wenn man in irgendeine gewisse Richtung beschleunigt, dann bewegt sich natürlich die Flugbahn auch in diese Richtung. Aber wenn man abbremst, dann stößt man den quasi direkt von sich weg. Mhm. Okay. Also gerade der entgegengesetzte Effekt. Jetzt können wir auch unser RCS einschalten. Damit lassen sich nämlich natürlich bessere Manöver machen als mit der Hauptdüse. Vor allem können wir da in jede beliebige Richtung steuern und sind nicht nur darauf angewiesen, dass wir uns drehen müssen, um in eine Richtung zu brennen. Wir können hier mit den Tasten H, N und I, J, K, L können wir uns nach links, rechts, oben, unten und vorne und hinten bewegen. Und deshalb bewegen wir uns jetzt ein bisschen drauf zu. Man sieht, ich habe die Geschwindigkeit erhöht auf 5 Meter pro Sekunde. Und man sollte natürlich schauen, dass sobald man dann am Ziel ist, dass man da dann die Geschwindigkeit runternimmt, weil 6 Meter pro Sekunde ist nicht gerade langsam. Aber wir sind gleich da. Ich mache ein bisschen schneller noch. So, und jetzt bremsen wir mal ab. 20 Meter. Und wir sind ungefähr bei. Da waren wir jetzt 0,0 Meter pro Sekunde. Und jetzt haben wir auch schon hier Rendezvous to Vessels haben wir abgeschlossen. Mhm. Das war eben zwei Objekte im Weltall nahe beieinander zu bringen und die relative Geschwindigkeit auszulöschen. Jetzt können wir hier eine Tippe drüber. Wir drücken Space für Let Go und der hat so ein Jetpack und mit dem können wir rüberfliegen, einsteigen und dann müssen wir nur noch in die entgegengesetzte Flugrichtung ein bisschen Schub geben. Natürlich schwierig, weil wir im All steht man ja niemals still. Wenn man beschleunigt, muss man auch wieder abbremsen. Gibt ja keinen Widerstand. Alles ausreden. Naja. So, F und ein bisschen nach oben. Und wir sind drin, wir haben ihn eingesammelt. Damit ist der Auftrag auch schon abgeschlossen. Was eigentlich wenig Sinn macht, weil. Muss man ja zurückbringen? Eben. Ja, kann sein, dass das der Auftrag auch zweigeteilt ist. Okay. So, wir sind hier noch im Target-Modus. Wir müssen jetzt wieder in den Orbit-Modus, damit wir sehen, also unsere Geschwindigkeit im Verhältnis zu Kerbin und nicht zum Ziel, sonst würden wir falsch brennen. Mhm. Und dann richten wir uns wieder in der Gegenrichtung aus und verbrennen ein bisschen Fuel. Da sollte man auch aufpassen, wo das Ding hier ist, damit man nicht reinrast.
schau gerade mal, wir wollen ja nicht unbedingt auf der dunklen Seite landen. Wir könnten es fast schaffen. Die dunkle Seite. Wir könnten es fast schaffen, hier direkt beim Space Center zu landen. Das Space Center ist nämlich genau hier. Aha. Ja, das könnte hinkommen. Wir haben noch ein bisschen Sprit übrig. Wir schauen mal, wie es wird. Und ich lass das mal noch dran. Im Notfall können wir es immer noch abwerfen. Wir haben ja hier noch diesen Decoupler. Und hinter diesem Berg ist das Space Center. Das sind die Berge, wo wir in der zweiten Folge, glaube ich, hingeflogen sind. Ja. Und jetzt sind wir in der Atmosphäre. Und je nachdem, wie stark uns die Atmosphäre bremst, kann es auch sein, wir landen ein bisschen zu weit vorne. Aber das ist immer schwer einzuschätzen. Wir sehen es ja gleich. Ich beschleunige noch ein bisschen. Schaff schnell. Da vorne das heißt, sieht man schon blinken. Die Pixel hier, die da so ein bisschen leuchten, das ist das Space Center. Da sieht man es schon. So, jetzt mache ich wieder langsam. Oh je. Wenn das Ding hier explodiert, haben wir keinen Fallschirm. Hoffen wir, dass es nicht so heiß wird. Ja, wir werfen einfach mal die Stufe ab. Sicher ist sicher. Haben wir einen Fallschirm abgeworfen? Nein, der Fallschirm ist hier oben. Das war unsere. Da ist noch Sprit drin. Achso, okay. Ja, könnte ziemlich gut passen. Ja, ich glaube, wir landen ein bisschen zu früh. Die Berge sehen echt viel besser aus. Ja, gell? In den ersten Folgen verkauft. Ja, sehen jetzt wie Berge aus. Ja, wir landen einen Tick zu früh, aber nicht viel. Immerhin ziemlich nahe. Mann. Ich spule das Ganze mal ein bisschen vor, wir sind ja schon über der Zeit. Unten voll. Hey, innerhalb von 30 Kilometern, also da kann man nichts sagen. Und ich öffne den Fallschirm erst so bei 2000 Metern, sonst dauert es so lange. Kann man auch auf dem Space Center landen und irgendwas kaputt machen? Ja, wenn man drauf landet, geht normalerweise nichts kaputt. Aber die Gebäude können kaputt gehen. Okay. Zum Beispiel, wenn man eine riesige Rakete hat, die irgendwie 100 Tonnen wiegt oder so. Aha. Da vorne explodiert gleich unser Ding. Und die kippt zum Beispiel beim Start um, dann kann das Launchpad kaputt gehen, weil eben so eine schwere Last drauf umkippt. Okay. Also die Gebäude können schon Schaden nehmen. Yeah. Da wächst Gras. Zurück auf der Erde. Yeah. Und damit haben wir zwei Aufträge erfolgreich abgeschlossen. Wir haben, glaube ich, ein bisschen einen sogar gekriegt. Und auf jeden Fall haufenweise Kohle. Ich glaube, wir haben gerade unser Budget verdoppelt durch die zwei Aufträge. Kriegen wir echt Science? Stand 0.0, oder? Nee, ich glaube, durch dieses Rendezvous Two Vessels gab es, glaube ich, 10 Science. Oh. Für den Auftrag jetzt nicht. Okay. Aber wir haben immerhin haufenweise Kohle gekriegt. So, die Teile sammeln wir auch noch ein. Das waren diese Launch Clamps, die uns festgehalten haben vorm Start. Gut, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Beziehungsweise hören uns. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.